Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche werden wir uns in einem ehemaligen Gastgewerbe umhertreiben und mal schauen, was davon heute noch, auch nach so vielen Jahren des Stillstands, zu finden ist. Leider hielten sich die Informationen mehr als bedeckt, aber dazu später mehr. Außerdem plane ich eine Neuerung für diesen Kanal. Dafür sollten wir in dieser Folge, denke ich, genügend Zeit haben, um mal darüber zu sprechen. Jetzt geht es aber erst einmal rein in diese Folge. Ich hoffe, ihr habt uns schon abonniert. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt wie immer die Möglichkeit, das Ganze nachzuholen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine ehemalige Gaststätte. Zum Glück sind informationstechnisch Folgen wie diese in der letzten Zeit immer seltener geworden, aber manchmal findet man eben so gut wie nichts. So erging es mir während der Recherche zu diesem Objekt und es ist für mich, auch wenn es seltener geworden ist, niederschmetternd, denn ich möchte euch zum Gebäude gerne etwas erzählen können. Wir befinden uns übrigens in Sachsen-Anhalt und auch wenn wir hier schon viele Male unterwegs gewesen sind, fuhren wir bisweilen immer an diesem Objekt vorbei. Allerdings hielten wir dieses Mal an und schauten mal, was sich so im Inneren alles verbirgt. Der Zugang gelang über eine Hofdurchfahrt oder eine Art Einfahrt, was erst einmal komisch war, aber sie stand halt offen. Sei es drum, wir waren drinnen und uns erwartete eine Art Garten, auch wenn dieser Bereich bestimmt zu Betriebszeiten eher die Anlieferung beherbergte, zumindest vermute ich das. Denn vorne raus befindet sich dieses Gebäude an einer gut befahrenen Kreuzung, dort kann man halt einfach nicht halten, es macht einfach keinen Sinn. Der sehr wahrscheinliche Anlieferungsbereich beherbergte einige Zugänge zu Lagern und auch Außenlager sowie zwei Eingänge zum Hauptgebäude. Wir entschlossen uns nach unserem Grundsatz natürlich unten zu beginnen, denn der zweite Eingang führte direkt nach oben. Durch einen dunklen, schmalen und blau gefliesten Gang mit Toiletten kamen wir in eine Art Flur, wovon man in den größeren Saal kam. Betrachtet das Wort Saal hier eher als größeren Raum, denn mehr war es im Prinzip wirklich nicht. Schnell wurde klar, dass wir uns hier in einer ehemaligen Gaststätte befanden. Wer über den Haupteingang hereinkam, wurde hier empfangen. Vermutlich war die Gaststätte mehr eine Art Kneipe, denn es hatte einfach so diesen typischen Kneipenflair. Aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Es gab auch einen Nebenraum, der komplett rot bemalt war und das nicht erst hinterher. Vielleicht hatte man hier private Feiern ausgetragen, aber das ist lediglich Spekulation. Auf jeden Fall gab es hier auch einen eigenen Tresen und damals bestimmt auch extra Musik. Über die hinteren Räumlichkeiten kam man in den Küchenbereich. Von den damaligen Anlagen sind zu unserer Verwunderung auch heute immer noch welche zu sehen. Im Keller befanden sich die bereits erwähnten Lagerräume,
Interessanterweise gab es hier auch zwei Kühlkammern, die noch immer zwei Warntafeln an sich trugen. Zitat: Vor Betreten des Tankraumes ist eine Kerzenprobe durchzuführen. Die damaligen Anlagen wurden auch schon mittels CO2 betrieben, also Kohlenstoffdioxid, was bei zu hohen Mengen bei Mensch und Tier zu Ohnmacht und zum Tod führen kann. Auch heute noch werden CO2-Anlagen zum Kühlen genutzt, wenn auch deutlich effizienter und sicherer. Vermutlich wird man da auch heute auf die Kerzenprobe verzichten dürfen. Im oberen Bereich des Gebäudes fanden wir diverse Überbleibsel aus Betriebszeiten und die Reste einer, wie wir vermuten, Pension oder Motels. Leider gab es weit und breit keinen einzigen Hinweis auf den Namen dieser Einrichtung, denn so zentral gelegen wird hier früher und vor allem zu DDR-Zeiten viel los gewesen sein. Solltet ihr hierüber Informationen haben, dann schickt sie mir doch gleich hier in die Kommentare oder schreibt uns gerne auch auf Instagram oder Facebook.
Ich habe echt alles abgesucht und alle möglichen Chancen genutzt, irgendwie hier Informationen zu bekommen. Ich war in diversen Gruppen auf Facebook unterwegs, auch da konnte ich nichts finden. Ich habe diverse Postkarten mir angeguckt und es gab sehr viel zu finden und auch zu sehen. Aber über diese Anlage fand ich so gut wie gar nichts. Auch im Denkmalschutzregister fand ich keine einzige Eintragung. Somit vermute ich, dass es sich hierbei nicht zwingend um ein denkmalgeschütztes Objekt handelt, sondern dass sehr wahrscheinlich die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind und sich niemand verantwortlich fühlt. Im Gebäude fanden wir hier und da immer wieder alte Zeitungen aus den letzten Jahren der DDR. Lustigerweise war Honecker recht oft aufgeschlagen, als ob ihn jemand gesucht hätte. Sei es drum, ein gelungenes Fotomotiv war es auf jeden Fall. Sehr wahrscheinlich hatte man hier in den frühen 90er Jahren dicht gemacht. Viele Menschen zogen aus der Stadt raus, viele Unternehmen gingen pleite, das Geld zog sprichwörtlich weg und Gastgewerbe wie dieses hier blieben buchstäblich auf der Strecke. Dennoch bot dieses Gebäude nach Minimum 25 Jahren Verfall viele interessante Perspektiven des Verfalls und tolle Motive. Die Bilder werdet ihr alle auf Facebook und Instagram finden, also schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr uns dort noch nicht folgt. Wollte ich noch ein paar Worte in Richtung Zukunft verlieren. Meine Videos werden natürlich weiterhin kommen, das ist safe. Allerdings habe ich auch noch tausende Bilder umherliegen und es sind wirklich einige tausend Stück. Zu Objekten, wo ich einfach nicht gefilmt habe, diese würde ich gerne in einer separaten Playlist als einzelne Videos online stellen. Eigentlich mag ich keine Dia-Shows, aber bei bestimmten Objekten macht es Sinn, zumal ich halt einfach keine Videoaufnahmen habe. Übrigens sollen diese Videos dann auf keinen Fall die bisherigen ersetzen, da könnt ihr euch sicher sein. Diese Dia-Shows sollen zusätzlich hier und da erscheinen, denn einfach nur Bilder abspielen und Musik darunter packen ist nicht so mein Ding. Schreibt mir doch mal, was ihr davon haltet, das würde mich auf jeden Fall interessieren.
euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis dann und ciao. Thank you.